Hallo und herzlich willkommen, lieber. Mein Name ist Wilfried, ich bin an seiner Schirm. Und ich bin mit anderen Leuten hier wieder bei Tackled. Ja, Boromir, kann ich nächstes Mal bitte wieder mal Ankündigung machen? Das Nein, ist das mach ich jetzt, das mach jetzt nur noch ich. Das mach jetzt nur noch ich. Da kriegst du, den Job kriegst du. Garantiert jeder verstanden. Ich muss den Leuten diesen Slogan in den Kopf hämmern. Den dürfen die nie mehr essen. Die müssen Tag und Nacht daran denken. Wenn die aufwachen, schweißgebadet. Vivo die Verti. So. Ja, genau. So muss es sein. Wieder bei Tackled. Ich glaube, Clark hat inzwischen seine Kapazitäten erreicht. Also seine Füllqualitäten, weil er kann jetzt nicht mehr aufnehmen. Tja, meiner macht einfach Folgendes, wenn er nichts mehr aufnehmen kann, der bullt weiter, bis er fertig ist und schmeißt einfach den Rest hinter sich wieder raus. Ja, wir wissen schon, Herbert ist super, aber trotzdem, Clark hat innere Wert. Die voll sind, aber egal. Er ist voll mit inneren Werten. Voll mit Dreck übrigens. Beim letzten Mal hatten wir festgestellt, durch Leitungen fließt Strom. Und wir haben Boromir beigebracht, wie der EU wieder funktioniert. Ich bastel mir jetzt hier unten auch mal so eine kleine Crafting-Base hin und leuchte das Ganze mir unten mal aus, damit hier keine uneingeladenen Kanalien rumlungern. Also ihr kennt ja die ganzen Zeugen Jehovas und so. Es ist schon wieder Nacht, ich glaube so. Wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir einen Diamanten hättet, dann könnte ich nämlich mal ein bisschen loslegen, ein bisschen was bauen. Komm zu meinem Haus, wenn du Diamanten haben möchtest. Bling, bling, Cheat, ne? Du weißt. Ja, ja. Habt ihr auch noch irgendwie Obsi rumliegen? Bräuchte ich auch vier Blöcke? Also ich hab noch ein Stack. Du brauchst vier Diamanten. Nein, ein Diamant und vier Obsi. Andersrum, bohren wir. Obsi! So. Mopsi, Mopsi. Wo ist der Mast? Ich hatte eben Angst, dass ich nicht aufgenommen habe. Ich bin in der Mine, ich warte hoch. Ich hatte eben gerade wirklich Angst, dass ich nicht aufgenommen habe. Mein Gott, dein Bunker liegt auch im Dunkeln. Meiner? Ja, ich hatte noch keine Zack. Meine Höhle hier unten ist auch noch stockfinster. Zack. Zack, ich leuchte das mal aus. Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Boromir! Karibo! Ja, was war das? Lieber Karibo! Fuck! Die sehen doch relativ friedlich aus. Karibo! Oh, ich hab einen Besucher. Aufs Maul. Aufs Maul? Besucht niemals Master, oder ihr werdet es bereuen. Ich hab noch nicht rausgefunden, wie man Baseballschläger craften kann. Bam, 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 bam! Dann leg ich richtig bam, bam, los. Bam, 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 bam. Ach ja, Master, so als kleine Information, wir haben uns überlegt, Balkan Sweepin' Mod nicht anzuwenden, weil wir sind jetzt auf einer neueren Version von Tech. Ist das schön, wenn ich lacht. Ich dachte, das sah aus Schnauzersposition gerade richtig cool aus. Hat er mich von hinten angemacht? Ja, ich stand hier so in der Tür, er guckt dir gerade zu, ich hab gesneakt, man sah also meinen Namen nicht. Herrlich. Oh. Hey, möchtest du was Neues geschenkt haben von mir? Hier in EU wieder. Boah, der Wahnsinn. Schön. Ohne den kann ich nicht leben. Jedes Kind sollte einen EU wieder haben. Ich würde sagen, wir gehen aber genau, dann schön die Stecker halten. Stell dir mal vor, unter dem Weihnachtsbaum liegt ein EU wieder, kein E-Reader. Ein E-Book-Reader, genau. Das ist dann nicht mehr der Kindle, das ist der... Oh, kurz hier gucken. Das ist der Tackettel. So, jetzt haben wir schon Leuchtstein und wir sehen, der EMC-Wert hat sich schon, ja, sag ich mal, verdoppelt. Mann, eben dich in die Kiste. Nimm deine Karotte in die Hand und ab geht's. Es gibt noch keine Karotten. Oh Mann. So. Trotzdem kannst du deine Karotte in die Hand nehmen, wenn du es willst. Oh nein, ich nehme mein, was hab ich denn in der Hand? Ich hab mein Schwert. Gar nichts an, ich nehme mein in die Hand. So, ich mache mal meine Flasche auf, und dass man es hört. So. Oh, das sollte ich auch mal machen. Dass die Stimme gut geölt bleibt. So. Ich bin dann gleich mal bei der nächsten Sache dran, nämlich... Wollen wir ins Bett gehen oder nicht? Du glaubst...
wusste nicht, wie sich das gerade angehört hat. Die Geräuschkulisse stimmt. Da süffelt er sich erstmal einmal ein. So, ich liege jetzt schon eine Weile im Bett und habe Langeweile, wie man vielleicht schon gehört hat. Wann geht's weiter? Ich liege auch schon im Bett. Ich habe mich gerade wieder reingelegt. Okay, dann schlafen wir eine Runde. Ja, also ich liege im Bett. Irgendjemand nicht. Oh. Nein, wir liegen alle. Oh, so. Das war schon gut, Master. Das war schon gut. Ja, yeah, ich weiß. Nur für den Schatz zu haben. Das war so herrlich. So, ich werde nochmal das Flachs ernten. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit der Hau da drauf haue, ne, mit diesem Stone. Wenn du da mit der Höhe der drüber Sense hier, ne, mit der Stone Sickle oder wenn Sichel. Du da drauf haust. Wenn ich da drauf haue, macht der eine Ulde? Ne, der macht nur die obere Ebene, das ist ja perfekt. So, komm mal her. Oh, halt rum. Wunderschön, guck mal, den haben wir hier. 1,5 Schwaden und 43 Flachs. Damit wird dann ein Transmutation-Tablet gemacht und damit kann man dann jeden EMC-Wert in einen anderen Gegenstand quasi umwandeln. Kann es allerdings nicht mit den Energy-Gegnern verbinden. Das bedeutet im Klartext... Moment, ich bin gerade total überfordert sein. Oh. Hier, Moment. Ja, gestresste Kuh, ne? Ich bin nicht Multitasking. Hey, Multitasking, was? Na, also eine Kuh muss auch erst essen und dann... Okay. Verdauen. Ja, verdauen, nennen wir es so. Einen Verdauungsprozess vollziehen. Das ist ein Verdauungsprozess. Was? Das sah ich jetzt sehr beleidigend. War auch sehr beleidigend. Ich glaube, was hier auch mal angegriffen wird in den nächsten Folgen, ist hier ein paar Wege hinzumachen, damit die Häuser mal schön verbunden werden und das Portal etwas aufzuhübschen. Das kann man natürlich... Mach Stacheln dran! Mach Stacheln dran, ja. Das wirkt freundlich und einladend. Oblivion-Style. Das wirkt freundlich und einladend. Hey, guck mal, lass uns durch dieses stachelbewehrte Tor gehen. Hm? Genau, so. Genau. Lass bloß dein Stachel. Was? So, was hier, das ist das Transmutation-Tablet und das packen wir uns jetzt mal hier irgendwo in die Ecke. Also er hat sich nämlich gerade ein Tablet gekauft, nicht von Apple, ne? Nein, nicht ich unterstütze keine App. Nicht von Apple, also das so, geht und ja nicht. Wenn ich jetzt, wie das funktioniert, also soweit ich weiß, muss man das in eine Ecke reinlegen und dann entsteht der EMC-Wert. Was ich übrigens auch festgestellt habe, was ich ziemlich geil finde, man kann Kondenser kondensen. Was? Da freu ich mich. Kann, ach ja, stimmt. Man kann Kondenser kondensen. So, ja, wie man hier sieht, hier sind Haufen Felder, da ist ein Feld, da ist ein Feld, da ist ein Feld, da ist ein Feld. Überall, wo die komischen Sterne sind, ist ein Feld. Und von diesen komischen Dinger sind. Keine Ahnung. Und also, der brennt. Links unten lädt das Tablet auf. Das heißt, ich verpasse dem jetzt eine gewisse Energie. Und wenn ich jetzt einen Gegenstand, ja, ist eine gute Frage, hier reinlege, müsste der eigentlich, erscheinen. Erscheine, du magst! Tut er nicht. Wo ist? Gute Frage, warum? Hab ich die Lavazelle gerade verkondenst? Ja. Okay. Wir können aus Nikolit kein Glowdust herstellen. Und das ist sehr schade. So, also das waren alle Felder, die ich gerade mit Cobblestone zukleistern konnte. Ich hoffe, es hat weitergeholfen. So. So. Bastel mir jetzt wieder meine Maschine zusammen. Dann viel Spaß. Maschinchen! Komm an meine Seite. Komm an meine Seite, Schätzelein. Wird oh, auf gar keinen Fall in die Nähe von dir kommen, wenn du so sprechen würdest. Böhrmir. Ja. Oh, ich glaube, so werde ich es immer nennen. Böhrmir. Ich glaube, das kommt gut. So, ja, das kommt mega. Das ist voll mega. Kennt ihr diesen Jugendausdruck mega? Das hast du wie LAN. Ey, LAN! Was? Nee, ich bin doch WLAN. Fühlte sich das LAN gesprochen. Boromir, weißt du, wo ich gerade dann denken musste? Nein! An unser... Alter. An unsere gemeinsame Nacht. Nein! An unser erstes Tag-in-Let's... erstes Tag-in-Let's-Play. An unser erstes Let's Play.
Ach ja, stimmt. Okay. Wir haben keine Kohle gefunden. Das erstens, keine Kohle. Drei Folgen. Keine Kohle auf der Map. Die ganze Kohle war schon abgegrast. Ja, nee, was ich ja toll fand, einfach nur, wo Boromir immer ausgetimt ist. Das war ihr's Geist. Ja. Da wolltest du doch Austime-Musik hinmachen, also Ja, hab ich dann auch doch nicht gemacht, war mir zu blöd. Ich war dir also zu blöd. War. Vor mir. Jetzt nicht mehr. Jetzt nehm bin ich schlauer geworden. Jetzt war ich einmal auf der Schule. Genau. Einmal, aber nur. So, wir brauchen jetzt ganz besondere Pipes, nämlich Distributions-Pipes. Dem Gelehrten wird bestimmt auffallen, dass Distribution, also Distribution, das Distributivgesetz, kennt er wahrscheinlich. Man darf Sachen aufteilen. Na, sicher. Sicher kenne ich das, Boromir. Man darf sie aufteilen, wenn sie gleichen Werte sind. Das Ganze kann man auch hier in Tacket anwenden. Das heißt, wenn ich jetzt hier was hinbastel, zum Beispiel eine Distribution Pipe, die crafte ich jetzt schnell, ganz schnell, ganz schnell, ohne dabei meine Konzentration zu verlieren und gar nicht mehr zu wissen, was ich laber. Die legt man hin. Ich habe da jetzt noch das Problem, dass mein Picture Pack gerade ziemlich am Abspacken ist, was diese Sache angeht. Auf jeden Fall durch die Steinpipes. Wo sind denn die normalen Stonepipes? Stonen. Also ich glaube jetzt zu wissen, wie das Tablet funktioniert. doch nicht ganz so, wie ich es in Erinnerung hatte. Ja, nein, also Android hat es noch nicht drauf. Ist so, noch ein bisschen schade. Basic. Ja. Also Android wäre schon schön gewesen. Ja, also Android in Minecraft bringt's. So, ich guck mal ganz kurz auf die Wünsche. Also, wie funktioniert jetzt unser Tablete? Unsere Tablete? Unsere Tablette? Wie funktioniert die? Kommst du mal her? Ich bin noch hier. Also, man hat hier unten dieses Feuersymbol. Hier. Das bedeutet. Moment! Jetzt müssen wir wieder warten. Jetzt ist es wieder. Ich hol mir was zu trinken. Ich kann gar nicht so lange dahin brauchen. Das ist direkt in meiner Nachbarschaft. Ich weiß aber nicht, ihr auch auf das zugreifen könnt, was ich gerade mache. Ich glaube nämlich, das ist für jeden Account separat. Ach so. Okay, also. Das ist ein Transmutationstablette. Eine Tablette, genau. Wir haben eine Tablette erschaffen. Kann ich da unten eigentlich Holz rein? Da ist das Crafting-Rezept. Oh! Dann mit dem Philosopher's Stone. Habt ihr das gesehen? Der Philosopher's Stone wird so schön gebastelt. Habt ihr das jetzt gesehen? Ich habe hier unten in das Feuer ein Brett reingetan und dann kam ganz kurz Learning EMC8 und danach hat er das gelernt so was bringt das jetzt? Ich werf da jetzt Zeug einfach drin. So und also ich habe jetzt vorher in das Tablet schon ein paar Sachen reingelegt, also mit dem in den mittleren Button, und jetzt kann ich quasi mein EMC umwandeln in andere Gegenstände. In dem Fall habe ich jetzt, Ich verstehe. Es ergeben Sinn. Diamant. Ja, hoffe ich doch, weil bei mir funktioniert es gerade überhaupt nicht. Also ich habe jetzt hier an der Seite, sehe ich praktisch, was für Items ich machen kann, und jetzt habe ich einen EMC-Wert von minus 8 stehen. Wie habe ich denn das hingekriegt? Fuck! Was an der Seite? Wo hast du nur Sachen reingelegt? Du hast die unten in den Ofen reingelegt, oder? In den Ofen packst du ein Item rein. Danach gehst du aus dem Ofen rein, gehst wieder raus und dann siehst du das an der Seite. Und dann praktisch, wenn du den EMC-Wert hast, kannst du das Item machen. Genau, aber nur einmal. Oder wie oft? So oft, bis der EMC 0 ist. Aber komischerweise okay, aber konnte ich... Wenn ich jetzt links klicke, dann habe ich das in der Hand. Mit Redstone funktioniert das nicht. Ja, bei mir hat es gerade funktioniert, also ich lege da jetzt immer Cobblestone. Guck weg. Ich verstehe das Teil nicht. Und das sehe ich jetzt hier oben von denen, die ich EMC, aber ich weiß nicht, wie ich das... Guck mal kurz raus, geh mal ganz kurz raus! Ich hab mir jetzt einen verdorbenen Schinken gemacht. Verdorbenen Schinken! Okay, man muss Shift drücken. Dann wird der komplette EMC-Wert umgesetzt und... okay. Okay. Ich habe verstanden. Ja, ich mag den Kondenser lieb. Der macht direkt das, was ich machen möchte. Aber das Ding ist klein und praktisch, da kannst du einfach mal all deinen Scheiß rein. Klein und praktisch! Quadratisch, praktisch, Döner. Nein. Quadratisch praktisch gut. In Minecraft ist alles quadratisch. Sag mir ein Teil, was rund ist.
So, Distribution Pipe. Fangen wir mal an. Also, wir hätten zum Beispiel Clay. Clay ist sehr viereckig. Aber nicht als Clayball. Richtig. Oder Slimeball, besser. Ja, aber ist nicht dreidimensional herstellbar. Soll ich jetzt mal schnell gucken? Eine Fackel. Na gut, die ist von der Grundfläche auch eckig. Okay. Ja. Original Minecraft oder nur Dingens Minecraft? Vanilla Minecraft. So, dann pack mal bitte einen Redstone auf den Boden und sag mir, dass das nicht rund ist. Okay. Ist nicht rund, ist ein Fünfeck. Schnauzer, hast du, kann man die Alchemy Bags, haben die zufälligen EMC-Wert? Ja. Okay, dann kommen wir. Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht, auch schade, ich bräuchte nämlich einen. Wäre aber eigentlich logisch, da sie komplett aus dieser Sparte kommen. Eigentlich schon, weil ich bräuchte nämlich einen. Distribution Pipe, möchte ich jetzt endlich mal mit anfangen, bevor die Folge vorbei ist, was in gut 10 Minuten vor der Fall ist. Boromir? Ja? Ich bin im Keller. Ich komm nicht mehr rein. Hast du mal für den Master in hier Alchemy Chest vielleicht, dass der sich hier so viel machen kann? Ja, ich hab da natürlich auch 7 hier Alchemy Chests hier rumstehen. Das ist doch perfekt, dann mach mal eine. Ich hab keine. Du hast eben gesagt, du hast 7 stehen. Was denn nun? Da lüscht mich alles. Was soll das da oben sein? Warum brennt da was? Da ist ein Blitz eingeschlagen. So. Es ist dunkel. Du wolltest das Feuer ja wegmachen. Es war hell, bis du das Feuer entferntest. So, jetzt Distribution Pipes. Zum vierten Mal. Distribution Pipes teilen den Strom der reinkommenden Items auf. Das heißt, wenn da jetzt 7, wenn ich da jetzt einstelle, zum Beispiel, die Farben passen jetzt nicht überein, weil es das Detector Pack für die falsche GUI ist. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier 5 Cobblestone rauskommen habe und das eingestellt habe, dass 2 nach Türkis gehen und einer nach Weiß, dann wird das halt aufgeteilt, dass immer jeder, dass erst 2 nach da gehen, in Türkis, und dann einer nach oben, dann wieder 2. So wird das halt aufgeteilt, immer weiter. So funktioniert eine Distribution Pipe. Boromir, ansonsten gibt doch Master mal ein paar Diamanten, dann kann er sich doch so ein Alchemy Pack selber machen. Richtig. 1, 2, 3, 4, 5. Sind nur 4. Nein, sind 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sind nur 4. Was? Ich hab mich verzählt. So, ich bräuchte jetzt Knochen. Oder mache ich das doch mit dem anderen Zeug? Nein, ich mache das mit Knochen. Um es dir zu zeigen, um es dir richtig zu geben. Also wenn ich dann die Maschine baue, ich mache das dann mit Lohnstäben, weil das ist wesentlich effektiver als Bone Meal. Ja, aber Bone Meal ist einfacher zu beschaffen. Ja, ja. Natürlich! Jetzt, wo ich Bone Meal brauche, kein Skelett in der Nähe. Weit und breit. Oh, wir sind Zombie. Lieber. Okay, Covalence Dust brauche ich noch in den 3 Farben. Die dürfen sind im Hauptlager in der Crystal Chest. Genau. Okay, und Eisen rechts. Wahrscheinlich auch, ne? Eisen sind im Hauptlager, glaube ich, auch noch irgendwo. Guck mal hinten bei Boromir, bei dieser Maschine, die er da gebaut hatte für die. Die habe ich schon abgerissen. Hast du die Chest wenigstens noch dastehen lassen? Ja, klar, ich schlepp das an alles rüber. Tin? Und da ist halt Ed! Nein, kein Eisen mehr. Verdammt. Ich gucke mal schnell. Oh, doch. Okay. Hier, Eisen. Aha. So. Ein Knochen, das ist alles, was ich brauche. Covenant's Dust. Covenant's Dust? Alle, die sich jetzt fragen, warum ich hier so eine Ecke reingezimmert habe, falls sich das jetzt überhaupt jemand fragen sollte. Perfekt. Nein, es fragt sich niemand. Wie ist das Schwein? Das ist mein Hausschwein. Das ist jetzt bei mir. Igor. Igor, das Hausschwein. Igor legt den Hebel um. Jetzt geht. Das kommt einem vor, als wäre das ein Spieler. So gezielt, wie das hier durch die Kante läuft. Das ist so schlimm. Das ist runtergelaufen, jetzt wieder hoch. Na, was ist Igor? Was willst du? Okay, wir sind bei 20 Minuten. Na gut, bei 19:52. Aber egal.
Kampf hat gefallen. Ich hoffe, ich habe beim nächsten Mal wieder rein, weil es halt Let's Play Tackled. Mein Name ist Vivo, die Fische auf dem Kanal sind mit Dingum und die anderen beiden sind im Abspann verlinkt. Ja, okay, dann sage ich jetzt auch nochmal Tschüss. Let's Play All Together, ne? Und ciao. Der Master, ja. Okay, okay. Gut, tschüss. Bis dann.